Die wussten, dass wir abhauen wollen. Die wussten, dass es eigentlich über Bulgarien gehen sollte. Die wussten, wer noch daran beteiligt ist, Schwiegereltern. Die wussten sämtliche Adressen von meinen Verwandten. Die hatten alle Informationen. Aber Sie wussten nicht, wer die Quelle war. Das wusste ich damals ja noch nicht. Hinterher, aus den Stasi-Akten, habe ich es dann erfahren, dass diese Sachen. Ich wusste schon vorher, dass ich bespitzelt wurde von meinem Vater. Das habe ich vorher schon mitbekommen. Das habe ich schon mitbekommen. Daher war ich ja auch mal sehr vorsichtig und habe einige Sachen, haben wir schon so ein bisschen gesteuert. Auch durch einen dummen Zufall. Aber das kam dann erst später. Also, das war in der Keibelstraße. Die hatten mir das alles vorgeworfen und haben dann direkt gesagt: Also, pass mal auf, wenn du jetzt hier nicht mit uns zusammenarbeitest, kooperierst, dann holen wir jetzt deine Verlobte und dann kommt euer Kind, werden wir dann zur Zwangsadoption geben. Weil ihr noch so jung seid und unerfahren seid und ihr seid nicht in der Stande, ein Kind sozialistisch zu erziehen. Und das haben die richtig ernsthaft gesagt. Jetzt sitzt man da, so 20 Lenze, man interessiert sich für solche Politik in dem Sinne oder so, überhaupt nicht interessiert. Dann sitzt man dann da, oh, was ist denn jetzt los? Habt ihr nochmal mitbekommen, dass sie alle Adressen, die sie mir aufgelistet haben, wo ich sagen muss, ob das stimmt, eine fehlte. Und das war die Adresse von meinem Schwiegervaters Mutter. Die lebt in Altona. Und die war nicht aufgeführt. Die Adresse hatte ich zwar auch im Kopf, aber nicht. Und die habe ich auch nicht bekannt gegeben, nicht weiter gesagt dazu, weil sie noch fragten, haben sie noch mehr? Ich sage, nein. Und alle Adressen, und die hatte ich so im Hinterstübchen. Und dann kamen die eben und sagten, ja, hätte noch eine Chance. Wenn ich bereit bin, für die Stasi mitzuarbeiten, dann könnten wir was machen und dann gehen wir straffrei aus. Und die wollen ja nur die Menschenhändler haben, die wollen die Organisation haben und das sind Verbrecher und. Dann sitzt man da in so einer Situation nach ein paar Stunden Verhör, dann denkt man, was macht man jetzt, was macht man jetzt? Dann kriegt man so einen Schrieb dahin, wo alles draufsteht. So, dann unterschreibt man es. Und das war eigentlich schon die Unterschrift dafür, dass ich eigentlich dann ein IM war. War ich eigentlich nie. So, dann bin ich raus. Dann haben die Stasi mit mir noch ausgemacht, ja, ich soll jetzt nach Hause fahren. Die bringen mich da wieder hin, in die Nähe. Und dass ich dann mit dem Mofa nach Hause fahren kann. Und dann soll ich eine Geschichte erzählen, dass ich verhaftet wurde, weil ich wegen bekanntes Ehepaar, also von unseren Freunden ein bekanntes Ehepaar, die verhaftet wurden. Aber das war eine kriminelle Sache und da sollte ich eine Aussage zu tätigen. Dann habe ich dann meiner Verlobten auch so erzählt, die das dann erst so mal hingenommen hat. Und habe ihr aber noch am nächsten Tag dann gesagt, ich sage, du pass auf, das und das ist vorgefallen, die wissen das und das, ich soll jetzt für zwei Seiten arbeiten. Und geht so nicht. Ich hatte in der Zwischenzeit einen Brief geschrieben an die Mutter von meinem Schwiegervater, die gewarnt, dass die nicht mehr rüberkommen sollen, auch nicht mehr Transit fahren sollen, dass ich eben verhaftet wurde. Diesen Brief habe ich dahin geschickt, natürlich mit einem anderen Absender, ganz klar. Und der ist auch angekommen, weil ich reingeschrieben habe, die sollen mir eine Karte vom Hamburger Hafen schicken, wenn es passt, also wenn sie den Brief erhalten haben. Haben das auch gemacht. Klugerweise hat dann mein Schwiegervater auch gleich raufgeschrieben, ja, sie hat einen Autounfall gehabt, sie hat das Bein gebrochen, sie können vorerst nicht kommen und so weiter und so weiter. Dadurch hatte ich die Gewissheit, dass von denen keiner da in Schwierigkeiten kommt. Und dann ging dieses Spielchen weiter. Dann kam die Stasi immer zu mir, ja, du musst die rüberlocken, versuch doch mal wieder Kontakt aufzunehmen und erzähl uns was und. Mich wunderte dann immer, dass die über jeden Schritt Bescheid wussten. Wo ich gesagt habe, das konnten sie eigentlich nicht wissen, weil wir haben nichts gemerkt, dass wir verfolgt wurden. Und wo war das? Wer war da was? Oder wie kam das zustande? Gab es auch ein Misstrauen zwischen Ihnen und Ihrer Frau zu dem Nein, gar Zeitpunkt? nicht. Wir haben uns richtig vertraut. Da gab es gar kein Misstrauen, weil wir hatten dann gesagt, also egal was jetzt passiert, was auch kommt, definitiv einer von uns muss rüber, dass er dann was für den anderen tun kann, wenn es bei dem anderen nicht klappt. Aber einer muss rüber. Ne? Das war eine Fälle.